Guten Morgen noch einmal, ihr Lieben. Wir wollen jetzt das Wort Gottes hören und noch miteinander beten. Vater, ich danke dir für dein heiliges Wort, das Wort von dir. Danke, Herr, dass ich es verkündigen darf. Danke für offene Herzen. Danke für die Salbung, die auf deinem Wort ist. Danke, Heiliger Geist, du bist der Lehrer der Gemeinde. Danke, dass du uns das Wort Gottes so offenbarst, dass wir es verstehen. Danke für mächtige Frucht. In Jesu Namen. Amen. Ich wusste so hundertprozentig genau, welches das Thema wird sein in nächster Zeit, nämlich über die Entrückung. Die Entrückung. Amen. Stefan hat ein bisschen ein herausforderndes Bild mir gemacht und es hat mir sofort gefallen. Und man sieht da einfach ein paar Turnschuhe und ein Leib, der weggeht. Sieht man noch so ein bisschen, ja. Genau, also zuerst waren da so komische schwarze Schuhe, wie man sie früher hatte. Ich sagte, also Stefan, wenigstens musst du die Schuhe wechseln da auf diesem Bild. Und ich sagte, ja, das geht, ja, da hat so... Per SMS mir klar gemacht, dass es gar nicht so einfach ist, aber er kann natürlich alles. Und dann kamen dann die Turnschuhe und gesagt, alles genehmigt, jetzt gefällt mir das Bild, jetzt ist gut. Genau. Also es ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema und heute gehen wir mal auf den Untertitel Be Ready, sei bereit. Das ist der Untertitel. Mit Beton, also der hat es mir so schön und klar gezeigt, weil es ist ein riesengroßes Thema und wir haben auch auf dem Internet übrigens schon einige Botschaften. Das letzte Mal, vor 2 Jahren, glaube ich, habe ich darüber eine Botschaft, aber dann gibt es eine Serie im 2017 und 2018 und so weiter. Aber ich habe das wirklich im Herzen, weil die jeden Tag ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es soweit ist. Also es ist nicht einfach ein Thema, das so, ja, das konnte man vor 20 Jahren vielleicht noch sagen. Aber auch dann, wir sehen in der Bibel, wie die Gläubigen waren immer schon bereit, gleich wieder zu gehen. Was sollen wir hier auf dieser Erde? Wir gehören doch in den Himmel. Wir sind Himmelsbürger. Wer gehört in den Himmel? Ja, ja. Du denkst, ja, aber es ist doch schon schön hier. Ich kann noch sagen, niemand, der jetzt schon im Himmel ist, möchte zurückkommen. Gar niemand. Das ist einfach kein Thema. Das ist kein Thema. Ja, genau. Wir wollen einfach mal starten und schauen, wie der Herr uns führt. Das Wort natürlich ist Entrückung, zum Beispiel im Englischen, Rapture, ich komme gar nicht vor in der Bibel, es heißt einfach aufgenommen werden, eigentlich auch im Deutschen, in der Schlachter gibt es aber das Wort, haben sie so übersetzt im Thessalonicher Brief. Genau, aber ist egal, Himmelfahrt, man kann auch sagen Himmelfahrt, Jesus in den Himmel fuhr, das ist genau das. Das ist genau das. Nichts anderes. Himmelfahrt. Sag mal, ich fahre in den Himmel. Ja, wir werden in den Himmel fahren. Ein himmlischen Express. Das ist mit nichts zu vergleichen, was diese Erde bietet. Himmelfahrt, Auffahrt, Entrückung. Ah, genau. Im Apostelgeschichte 1, Vers 9, schauen wir mal da bei Jesus, was da passiert ist, als er seinen Auftrag abgeschlossen hatte und er vom Heiligen Geist erzählt hat, er kommt, bitte wartet in Jerusalem, bis ihr die Kraft empfangen habt und dann könnt ihr rausgehen in die ganze Welt und sie einnehmen für das Evangelium. Amen. Der Herr, also das Wort sagt, im Apostelgeschichte 1, Vers 9, und als er, also Jesus, dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg.
Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, also wir fahren dahin, die Leute werden uns auch sehen, so dahin fahren, siehe, da standen zwei Männer, also Engel, in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Also genauso wie er gegangen ist, wird er kommen, in einer Wolke, wahrscheinlich sind Wolken sind die Leute, die schon auch im Himmel sind, Engel und so weiter, es ist also nicht einfach unsere Wolke, die von Wasser ist oder so, das ist meistens damit sie sind Heilige gemeint, Alt- und Neutestament, Heilige, genau, okay, Vergleich. In der Bibel gibt es viele Symbole und Gleichnisse. Eines zum Beispiel ist die Arche von Noah. Habt ihr alle schon gehört? Die Arche von Noah, wie die Welt so abgefallen ist, so böse geworden ist, so einfach, sie wollten nichts von Gott hören. Das ist aber nicht der Fall. Wir sprechen von großer Erweckung im Moment. Das ist anders. Weil viele werden errettet im Moment, viele Menschen glauben an Gott und wir sind ja auf der Straße und bei den Menschen, weil wir an eine große Erweckung noch glauben. Die Erweckung ist ja eigentlich etwas, was schon mal erweckt war, wieder erwecken. Darum spricht es hauptsächlich von Christen, die eingeschlafen sind, dass sie erweckt werden, feurig werden. Das Werk des Herrn zu tun, das ist eigentlich die Erweckung. Weil wenn wir alle Gläubigen, ihren Auftrag wahrnehmen würden, dann könnten wir diesen letzten großen Fischzug ganz schnell erledigen. Jesus sagt selber, es jammert ihn, es hat viel zu wenig Arbeiter, als er so auf die Menge sah. Ach, die Arche, also das ist anders, die Menschen heutzutage, sie sind hungrig nach Gott. Wir wissen von der Arche, da war Noah und seine Familie, das war alles, waren 8 Leute. Und die Tür der Arche war offen, lange, und Noah hat gepredigt, das liest man dann im Neuen Testament. 100 Jahre hat er die Arche gebaut und hat gewartet, bis Menschen von der Welt kommen würden. Alle waren eingehakt, gepredigt, wir werden weggehen von da. Es wird Wasser kommen, weil die Erde, ja, zu dem Zeit gab es ja diese große Flut und die Arche, die er 100 Jahre gebaut hatte, plötzlich wurde sie vom Wasser aufgehoben. Und das ist ein wunderbares Bild von der Entrückung auch, wie die Gläubigen weggetransportiert werden. Amen. Halleluja. Ach, meine, Jesus sagt, er kommt wieder. Wir haben es gerade vorhin gelesen, auch im Johannes 14, das lesen wir nachher. Die Engel sagten, dass er wiederkommt. Das haben die Engel vorher gesagt, ja genau. Und auch in den Briefen des Apostel Paulus wird davon gesprochen. Und wir sehen auch im Alten Testament, eben Henoch zum Beispiel, der entrückt wurde, es gibt, ich kann vielleicht das gerade vorab nehmen, es gibt 7 Entrückungen in der Bibel. Die erste Entrückung ist Henoch. Henoch war ein gläubiger Mann, ganz am Anfang schon, in den ersten 100 oder 1000 Jahren, nein, wahrscheinlich 100 Jahren nach der Schöpfung, Henoch, und er war so verbunden mit Gott. Gott hat ihn plötzlich einfach zu sich genommen. Es war keine Spur mehr von ihm da. Er ist nicht gestorben. Er ist zu Gott gekommen. Ihr könnt lesen, im Hebräer 11 wird von Henoch gesprochen, dass er entrückt wurde. Henoch war der erste Gläubige. Werden nur Gläubige entrückt übrigens. Der zweite war Elia, der Prophet Elia. Als er sein
seinen Auftrag nach Jahren abgeschlossen hat, hat er den Nachfolger geschult, war jahrelang mit Elisa unterwegs, mit Prophet Elisa. Und der Elisa hat ja, Elia hat ihm noch gesagt, was möchtest du, wenn ich werde jeden Moment einfach weggehen von hier, hat er gesagt. Und Elisa sagt, ich möchte doppelt so viele Wunder tun wie du, eine doppelte Salbung. Und Gott hat sie ihm geschenkt, Elisa. Und wir sehen in der Bibel, wie der Prophet Elisa nachher doppelt so viel Wunder und Zeichen gehabt hat wie Elia. Aber als der Moment kam, das war ganz speziell bei Elia. Es kam ein feuriger Wagen vom Himmel. So vorbei und Elia stieg ein und sie fuhren in den Himmel. Also ich kann euch sagen, das ist keine Science Fiction, das ist auch keine Kinderstunde, das ist das Wort, das ist unser gewaltiger Herr. Der Himmel und Erde gehören ihm. Stell doch einmal vor, was da im All ist alles. Ich hatte letzten Mittwoch einen, wie alt war der Mann? Was habe ich gesagt? Über 90, ich habe es erzählt am Mittwochabend. 94, glaube ich. Er lief aufrecht, hatte eine Sonnenbrille an und ich habe ihn angehauen. Und als er sich heraus, dass er von der Grishona ist, aber natürlich älterer Herr, und er sagte immer, ja, das haben wir früher gehört, meine Eltern waren gläubig und all das und so. Und irgendwie durchs Gespräch, aber er hat sehr geschätzt, ich habe ihm sehr Mut gemacht, oder? Auf der Straße ist alles möglich, es sind auch gläubige Leute unterwegs, die Ermutigung brauchen. Er sah mich nicht richtig, hat nur meine Stimme gehört und er hat gemeint, ich sei ein junges Mädchen. Das war so cool. Sehr. Ich gedacht, okay, das ist gut. Ich habe nicht gesagt, hey, sie haben keine Ahnung. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich dachte, ja, das ist so gut, okay. Aber ich habe ihn so ermutigt, habe mich dann immer festgehalten und gemeint, er müsse mich jetzt ermutigen, ich sei ja noch so jung. Das ist ja cool. So herzig war das. Aber ich habe wirklich ihn ermutigt und dann hat er begonnen vom Weltall und wie groß Gott ist und hätte da so ein Bild gesehen. Dann die Erde hätte man gar nicht drauf gesehen, die sei so klein, den großen Berg. Gesagt, ja, das ist unser Schöpfer, das ist, er war so hin. Ja, genau. Es war schön, aber ich habe ihm ans Herz gelegt, wirklich sicher zu sein. Er war nicht sicher über, dass er errettet ist. Und er konnte auch nicht mehr lesen, hatte diese Sonnenbrille an, weil er praktisch blind war, obwohl er schon umherging, aber lesen und so. Ich habe gesagt, ja, wie er Jesus an, er war da nicht bereit, dass ich für ihn bete. Ich habe ihn einfach dann gesegnet, oder? Mit gesundem Leben und so. Und dann hat er wahrscheinlich gedacht, ich sei ein bisschen, ja, und darum meinte er, ich sei so jung, dass ich gar nicht checke, wie man alt wird, dass man eben so in diese Richtung ging. So, okay. Und darum meinte er, ich sei noch so jung. Ich habe es gar nicht begriffen, im Alter ist alles anders und so. Aber nun, es war gut, ich konnte ihn ermutigen, aber eben die Gewissheit vom ewigen Leben fehlte ihm noch. Da waren so viele Zweifel da. Der Feind will uns immer in Werke hineinbringen. Du hast zu wenig gebetet, du hast zu viel gebetet, jetzt liegt deine Arbeit herum, du machst das falsch und jetzt hast du schon wieder gesündigt, immer wieder die Anklage und all das. Aber wir wissen ja, das ist der Feind. Amen. Amen, das nehmen wir nicht an. Der Heilige Geist macht das anders. Wenn er uns aufmerksam macht auf etwas, wo wir falsch liegen, macht er es in der Liebe. Er zeigt uns, wie wir eine Lösung haben dazu. Wie wir Gott vertrauen können, dass wir dies und jenes nicht mehr tun, das nicht gut ist. Der Heilige Geist ermutigt uns.
Er zeigt uns einen Ausweg. Er ist der Helfer, nicht der Zerstörer. Er ist wie Jesus. Jesus hat nie Menschen verdammt. Amen. Denkt immer, tönt es nach Jesus oder nicht? Genau. Halleluja. Wir lesen Johannes 14, Vers 1 bis 3. Es heißt dort, euer Herz erschrecke nicht, Jesus spricht. Euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott, glaubet an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder zu euch. Und komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist die Entrückung. Er kommt wieder, um uns zu ihm zu nehmen, damit auch wir sind, wo er ist. Jesus ist im Himmel und er kommt, uns zu sich zu nehmen. Wir haben ja in den letzten drei Botschaften, außer den letzten Sonntag war ja anders, haben wir über den Frieden Gottes gesprochen, über Gedanken, wie wir in der heutigen Weltzeit, trotz all dem Chaos, all den Umständen, wo wir vielleicht noch drin sind, totalen Frieden haben können. Und Jesus hat viel vom Frieden gesprochen, bevor er zum Vater in den Himmel ging. Diese Briefe, Johannes 14, 15, 16, hat er, Jesus hat da den Jüngern im Obergemach noch gelehrt, bevor er ans Kreuz ging. Das Wichtige, er hat immer wieder vom Heiligen Geist gesprochen, wie er hilft, uns hilft und all das, was Jesus gesagt hat, in Erinnerung bringt. Der Heilige Geist, der in uns wohnt. Du bist nie allein. Amen. Aber immer wieder hören wir, erschrecke nicht. Vertraue mir. Halte durch. Nimm Land ein. Oder das sage ich jetzt zusätzlich, das hat vielleicht nicht Jesus gesagt, aber es ist die Bibel. Amen. Nicht stehen, bleib nicht stehen. Das heißt, stehe. Du musst stehen, du musst standhaft sein in dem Sinn, aber du musst vorwärts gehen in der Kraft des Heiligen Geistes und Land, Territorium einnehmen, nicht dem Feind überlassen. Du musst aktiv sein in all dem, was Gott verheißen hat, einzunehmen, Heilung zum Beispiel. Wenn du Mühe hast mit Gedanken, ja, wegen Gerechtigkeit, dass du beginnst, das absolut zu beanspruchen, auch dass du eine neue Kreatur bist. Da bin ich in Luzern dran mit der neuen Kreatur. Du bist eine neue Schöpfung oder eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Wir identifizieren uns nicht mehr mit dem alten Wesen. Wir identifizieren uns nur noch mit Christus. Wir sind in ihm und er in uns. Wir sind eins. Das lehrt die Bibel im Neuen Testament. Amen. Wir sind nicht mehr die Alten. Wir können leben wie die Alten, wir können denken wie die Alten. Aber wenn wir schlau sind, machen wir das nicht, sondern wir sind mit Jesus vereint. Das alte Leben ist vergangen. Amen. Die Taufe war auch ein Bild von dem, dass wir in einem neuen Leben jetzt wandern, wenn wir aus dem Wasser kommen. Ist unsere Sünde abgewaschen, die ist im Zürichsee ein für alle Mal. Für dich, die sich, ja, das symbolisch natürlich auch. Es ist ja nur zum Zeigen öffentlich, was geschehen ist vorher schon, dass du von neuem geboren wurdest. Vielleicht nicht öffentlich, vielleicht unter ein paar Leuten, vielleicht ganz alleine bist du von neuem geboren worden. Aber die Taufe ist öffentlich. Das ist ja das Schöne. Ich muss vor allem einfach ein Zeugnis, ich gehöre dem Herrn. Das Alte ist vergangen, ich bin neu geworden. Amen. Das ist so schön. Und darum, wir haben so ein Vorrecht, dass wir an Jesus glauben dürfen.
sagt immer wieder, erschreckt nicht, es muss so geschehen, ich habe die Welt überwunden, sei getrost. In der Welt habt ihr Stress und Dunkelheit, da seid ihr mittendrin, aber es muss nicht in deinem Herzen sein, es muss nicht in deinem Leben sein. Dort, wo du wohnst, ist heiliger Boden, mach es zu einem Heiligtum, deine Wohnung. Lass nicht einfach irgendjemand rein, sprich nicht einfach irgendetwas, lass nicht einfach diese weltliche Musik alle Räume erfüllen. Stell einfach Lobpreis ein und du wirst einfach immer... Es wird dir immer wie besser gehen. Du bist geboren als ein Überwinder in Christus. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat, haben wir letzten Sonntag. Keine Aufnahme vom letzten Sonntag, das war intern. Es war intern ein Mitarbeitertreffen. Intern. Amen. Das war ein so schöner Sonntag. Praise the Lord. Ja, Halleluja. Danke, jetzt schon. Ah, danke, Jesus, habe ich will sagen, aber hier steht eben jetzt schon. Ich lese und etwas sage, kommt das falsch heraus. Also bei Jesus sein für immer bedeutet jetzt schon Frieden haben. Und kein erschrecktes Herz, lass dich nicht erschrecken durch die Nachrichten von dieser Welt, es muss so kommen. Auch das mit Israel, es ist alles im biblischen Zeitrahmen. Lies Hesekiel 36, 37, 38, ich weiß, es ist schwierig zu verstehen, aber du wirst sehen, wie biblische Prophetie erfüllt wird und Gott hat das schon im Griff. Also vielleicht versteht man es nicht, vielleicht ja, wird man das, ja. Aber es ist alles im Zeitplan Gottes. Es muss jetzt vieles so geschehen, wie es geschieht. Oder? Es ist eigentlich so, vielleicht nur das zum Einblenden. Die Iran muss so geschwächt sein, und das sieht ja so aus, dass ihre Proxys, also die, wie sagt man diese Proxys, die Hisbollah ist ja, eigentlich gehört zu Iran. Wenn die jetzt ausgelöscht werden, wird Iran eigentlich nichts mehr haben, wird so geschwächt sein, dass sie schlussendlich eben diese Länder, die Gog und Magog, ist ja im Hesekiel 38, Dinge, die wir nicht verstehen, aber es ist... Man weiß, dass es Russland bedeutet und die Türkei. Und sie werden sich mit Iran verbinden, weil Iran eben geschwächt wird. Und das geschieht eben jetzt. Und sind ja fast alle jetzt nicht mehr da. Diese Hisbollah muss eigentlich wirklich ausgelöscht werden, damit Israel wieder sicher ist. Und dass sie diesen Erzfeind wirklich nicht... Weil im Moment, wo dann der große Krieg, das, was in der Bibel steht, kommt, wird eben Israel eigentlich ein siegreiches Land sein. Siegreich und wohlhabend. Aus diesem Ding heraus wird dieser letzte große Krieg dann kommen. Und darum ist alles eigentlich im biblischen Zeitplan jetzt. Aber wir müssen beten für Israel. Es ist eine große Herausforderung, dass sie jetzt eben haben. Genau, aber es kommt gut. Es kommt super. Halleluja. Wir gehen mal zu der Frage, wer wird eigentlich entrückt? Wer wird entrückt? 1. Korinther 15, 51. Jetzt schauen wir mal, was Paulus sagt. Wer wird entrückt? Er spricht zwar hier mal zuerst von der Verwandlung, dass wir einen neuen Leib bekommen. Hier steht 1. Korinther 15, 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen. Entschlafen heißt sterben. Entschlafen heißt in der Bibel sterben und es ist ein Begriff für die, die an Jesus glauben, das Entschlafen. Man sieht so aus, wie man schläft, aber man ist ja tot, der
Körper ist tot. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Also das ist der, was plötzlich geschieht, dass wie viele, was steht hier? Alle. Alle, aber es bezieht sich auf die, die an Jesus glauben. Die Welt wird nicht entrückt. Es sind alle Gläubigen. Wer gehört dazu? Amen. Alle. Wie von der Korinther-Gemeinde weiß man, dass sie wirklich, dass da große Probleme waren in dieser Gemeinde unter den Christen. Das soll uns kein Zeugnis sein, aber wir sollen daraus lernen. Keine Spaltungen und Neid und all das unter uns zu haben. Das sei sehr fleischlich, das wie die Welt. Das hätte nicht sein dürfen. Und trotzdem steht im Kapitel 15 alle Gläubigen. Ist das ist ein großer Trost. Amen, weil, wie gesagt, es geht darum, dass wir von neuem geboren sind für das. Dass wir wirklich Jesus in unserem Herzen haben und sagen können, Jesus ist mein Herr. Er schaut nicht, wie viel du gearbeitet hast für den Herrn. Das ist ein Thema, wo wir belohnt werden für die Werke, die wir getan haben hier auf Erden. Das ist ein anderes Thema. Das ist dann im Himmel, gibt es diese Tribüne, wo wir belohnt werden. Aber für die Entrückung weg von dieser Welt sind alle Gläubigen, alle an Jesus Christus Gläubigen. Das gibt Hoffnung. Amen. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass du, egal wie lang dass du schon Christ bist, du bist dabei. Du hast ein neues Herz bekommen. Amen. Neues Herz. Jetzt gehen wir in ein Thema, das wunderbar ist, noch wunderbarer. Das, was mir der Herr wirklich für heute jetzt aufs Herz gelegt hat. Und zwar Titus 2, 11 bis 13. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Die Gnade Gottes ist erschienen. Ist das ein Mensch? Wer ist das? Die Gnade Gottes ist erschienen, das ist Jesus. Er wird die Gnade Gottes genannt, okay. Die heilbringend ist für alle Menschen, sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Also die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringende Gnade Gottes ist zu uns Menschen gekommen. Jesus ist zu uns Menschen gekommen. Und dies, weil er Gnade ist, ist das, sie lehrt uns, oder Zucht ist natürlich ein Wort, das wir nicht gerne haben, aber die Gnade Gottes lehrt uns, sie lehrt uns, sie lehrt uns, damit wir gottselig leben, damit wir gottgemäß leben in dieser Weltzeit und nicht wie die anderen Menschen sind. Ich möchte euch die neue Genfer Übersetzung zeigen, die ist für das wirklich super. Neue Genfer Übersetzung. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns, erziehen ist eben gut auch, dazu uns, sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird.
Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Gnade lehrt uns, richtig zu leben, jeden Tag mit Jesus. Versteht ihr, wenn wir jetzt denken, oh, das ist nicht richtig, dort müsste ich mich verändern, das muss ich noch lernen, das kann dann ein bisschen zu Druck führen, was wir alles jetzt noch tun sollten. Aber wir kennen ja, Jesus macht nicht Druck, aber wir haben ein, wenn wir wirklich von neuem geboren sind, in unserem Herzen ist da etwas, das sich sehnt nach mehr von Jesus. Wenn wir mehr von Jesus haben, ist es automatisch, dass das, was wir tun, sich verändert im Guten. Im Korintherbrief sehen wir, wie wir die Veränderung, die wir durchgehen, in der Gnade, sagen wir mal, ist, weil wir ihn sehen, weil wir mit ihm Gemeinschaft haben. Also es gibt nichts Wirksameres für Veränderung vom Lebensstil, wo wir vielleicht noch drin sind. Wir alle haben vielleicht Bereiche, wo wir sagen, das ist noch nicht gut. Also ich möchte wirklich Veränderung. Ist, wenn wir wirklich ein ganz intimes Verhältnis haben mit Jesus. Jeden Tag ihn von ganzem Herzen anbeten. Nicht nur Bittgebete, Herr, ich brauche das, Herr, das wäre noch schön und du weißt, ich brauche dies und jenes, das ist gut und er wird uns alles geben, weil er uns liebt. Er ist unser himmlischer Vater. Er sagt nie, du bist schon mal wegen dem gekommen, das reicht jetzt und so weiter. Nein, nein, er liebt uns, er will uns alles schenken. Aber weißt du, wir kennen ja das als Eltern, ich weiß nicht, einige Eltern hier, wenn die Kinder wirklich einfach mal so auf unseren Schoß sitzen und sagen, ich hab dich lieb, oder einfach zu uns kommen, weil man spürt einfach, sie kommen, weil sie gerne bei uns sind, weil sie uns lieben und nicht nur, weil sie jetzt gerade Schulgeld brauchen oder dies und jenes und so. Das ist noch eine andere Form für den Vater, wenn wir wirklich Jesus Christus so lieb haben und wir sollen ihn von ganzem Herzen lieben. Das ist so ein Schlüssel, dass wir nicht mehr, unser Leben wird anders verlaufen. Amen. Das kann ich euch nur anraten. Manchmal denkt man, das ist mir zu viel, zu zeitaufwendig, aber es macht sich so ausbezahlt. Wenn wir ihn an erster Stelle haben, dass wir täglich wirklich diese Intimität haben, die, wo wir unser ganzes Leben, alles, was wir sind und haben, neu ihm ausliefern. Dein Wille geschehe in meinem Leben, Herr, du kennst mich. Ich will nur dich, auch wenn ich nichts mehr hätte auf dieser Welt. Ich habe dich und das genügt mir. Das ist der Punkt, wo alles möglich ist mit Gott nachher. Wenn er dein Herz haben darf. Und in seiner Gegenwart heißt es, im 2. Korinther 3, 18 ist es, glaube ich, wir werden verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in seiner Gegenwart. Alles andere ist Werke. Ich muss und da muss ich mich verbessern und das sollte ich nicht mehr tun und so. Plötzlich wirst du gar keine Lust mehr haben nach dieser Welt. Plötzlich hast du Lust nach den Menschen, um ihnen zu helfen. Und nicht mehr bei ihnen zu sein, Gemeinschaft zu haben mit ihnen. Wir können keine Gemeinschaft haben mit der Welt. Ist fertig. Wir sind Himmelsbürger. Wir können mit ihnen zusammen sein. Aber es ist niemals diese Intimität, die wir haben wie mit gläubigen Menschen. Nie mehr.
wir haben einen anderen Gott, wir dienen einem anderen, wir haben eine andere Sprache. Wir sind als Licht für Siri gut. Klar, natürlich sind wir ständig mit der Welt zusammen, wir haben ja einen Auftrag. Aber wir können nicht flirten mit der Gemeinde. Wir können nicht mit ihnen auf dieselbe Ebene sein und Lust haben, in der Welt zu sein. Das ist fertig. Sonst ist das noch nicht der richtige Ort, wo du sein solltest mit dem Herrn. Das ist eigentlich der Schlüssel, und darum wird die Gnade so in diesem, wir lesen das vielleicht gerade nochmal, die neue Genfer Übersetzung, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die alle Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns. Siehst du, wenn wir die Gnade verstehen, ohne, es ist nicht der Zeigefinger Gottes, es ist nicht der Knebel, es ist nichts, die Gnade erzieht uns. Wenn wir verstehen, dass wir in alle Ewigkeit geliebt sind und uns niemand von seiner Hand wegnehmen kann. Niemand. Diese Gnade erzieht uns, ohne dass wir leiden müssen. Wir leiden nicht mit ihm. Manchmal müssen wir von unserem Ego etwas lassen. Das natürlich schon, das kann. Ist nicht angenehm, aber wenn wir mal auf der anderen Seite sind, ist Himmel auf Erden. Himmel auf Erden. Aber dort, wo wir sind. Sie erzieht uns dazu, von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir hier auf Erden noch sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung, das ist eben die Entrückung, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Das Erscheinen, wenn er erscheint, werden wir entrückt. Das heißt, wenn er erscheint, er wird noch nicht die Füße hier abstellen, das ist erst bei der Wiederkunft, wenn wir zurückkommen, 7 Jahre später mit ihm, weil wirklich, wo wir auf die Erde wieder stehen, aber wir werden ihn treffen in den Wolken, heißt es. Drum, es ist das Erscheinen seiner Herrlichkeit. Die Welt wird Jesus nicht sehen zu dem Zeitpunkt, aber wir. Die Entrückung ist für die Gemeinde, für alle die Gläubigen an Jesus Christus. Glory to God. Halleluja. Also, praise the Lord. Ich bringe noch das freudige die freudige Erwartung wird es ja auch gesagt. Also wenn in deiner Bibel steht beim Titus 2, die freudige Erwartung, nein, die glückselige Hoffnung, ist das einfach, vielleicht kannst du es nochmal zeigen, was da steht, glückselig oder selig ist, so ein altes Wort. Die andere Übersetzung, genau, denn die Gnade Gottes sind ihm dann so. Die Glück. Wo steht's? Indem wir die glückselige Hoffnung oder selige Hoffnung. Also glückselig heißt blessed, gesegnet, glücklich, happy, sehr bevorzugt, gnadenvoll. Das ist blessed. Du bist blessed. Blessing ist Segen. Es ist die Segen und Hoffnung. Was ist Hoffnung? Elpis im Griechischen heißt freudige Erwartung. Also wir haben mit der Entrückung eine freudige Erwartung, wenn wir das verstehen. Es ist nur zu unserem Vorteil, kein Nachteil, nur Vorteil. Halleluja. Genau, und darum ist es eine freudige Erwartung, dass und nicht in dem Sinn selige Hoffnung, verstehen wir einfach heute nicht mehr, was das bedeutet. Ich denke, auch früher haben sie das gar nicht verstanden. Aber eines ist sicher, diese freudige Erwartung reinigt uns auch. Und das haben wir ein bisschen jetzt gesehen mit Titus. Aber da gibt es im 1. Johannes 3 noch eine Schriftstelle und die möchte ich noch bringen. 1. Johannes 3, 2-3. Geliebte,
Wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden, also wie genau das dann ist. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie er rein ist. Neue Genfer Übersetzung, wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, eine freudige Erwartung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Also jetzt sprechen wir noch über Reinheit. Wir haben es gehört, die Gnade Gottes erzieht uns, weil wir dieses freudige Ereignis erwarten. Wir wollen rein sein. Wir werden auch die Braut Christi genannt in der Bibel. Er, der Bräutigam, wir die Braut. Das ist Epheser 5. Und die Braut heißt, es wird eine herrliche Braut sein. Und darum Reinigung. Man reinigt sich. Und heute Morgen, ich habe den Herrn gestern Abend von ganzem Herzen gebetet, habe gesagt, Herr, ich brauche noch, etwas fehlt mir noch in dieser Botschaft, das musst du mir zeigen. Und heute Morgen zeigte er es mir in der Geschichte von der Königin Esther. Die Königin Esther in der Bibel, gerade vor den Psalmen und Hiob und so, dort wo Esther, Ezra, Nehemia, Esther ist es, glaube ich, im Alten Testament. Die Königin Esther wurde ja von allen Frauen erwählt, die neue Königin für diesen Kaiser oder was es war, Ahasveros von Babylon, nein, Persien damals, genau. Und sie war eine Jüdin. Aber sie hat ihre Herkunft nicht angezeigt. Und Gott hat sie dann dazu gebraucht, damit das Volk Gottes nicht ausgelöscht wurde. Weißt du, das ist eigentlich so hochaktuell. Ich weiß nicht, weshalb das mir in den Sinn kam, das ist der Herr. Weil was ja geschieht im Moment oder seit immer schon, das Volk Gottes ausgelöscht werden will von den Feinden. Immer totale. Hitler wollte es. Alle. Frag mal die Philister und die all diese Iter und all diese Völker über all diese Jahrtausende, sie wollten alle Israel auslöschen. Komplett auslöschen. Aber es ist eben gar nicht möglich. Es ist gar nicht möglich. Sie verstehen natürlich Gott nicht. Sie haben keine Ahnung. Aber damals war es ein Vorfall und so weiter. Und es war Gottes Plan, dass Königin Esther, dass Esther Königin wurde von diesem eigentlich weltlichen König. Aber was wir, und so sehen wir eine Parallele, wie wir König, Königin sind mit Gott zusammen. Er der König, wir die Königin oder wir die Braut, er der Bräutigam. Das, aber was war so speziell bei ihr? Weil diese Frauen, da waren viele, viele Frauen, junge, hübsche, nur die schönsten Mädchen wurden da also in einem großen Haus, wo der Hüter der Frauen war, der gab ihnen Salben zum Reinigen und alles möglich schönen Schmuck dann am Schluss, weil weißt du, wie lange sie sich reinigen mussten? Ein ganzes Jahr, bevor eine nach der anderen dem König präsentiert wurde. Ein ganzes Jahr Reinigung mit Salben, mit Bädern, mit Düften, mit, ich nehme an, auch mit, wie man dem König begegnet, wie genau das geht mit dem Schritt und so, mit wie man einen schönen ein Königsgewand anhat und all das, wo ein Jahr vorbereitet, ein Jahr Reinigung.
Und Esther hatte ein ganz anderes Herz, nicht nur, weil sie Jüdin war, aber sie lest einmal das Buch Esther, es hat glaube nur 7 Kapitel, ist kein Problem. Wunderschön, sie hat ein anderes Herz. Sie wollte nicht auffällig, aufdringlich sein, sie wollte nicht irgendetwas repräsentieren. Sie wollte eigentlich überhaupt gar nicht, und sie hat einfach den Herrn scheinen lassen, einfach Gott scheinen lassen. Und einfach nur das Minimum, was vorgeschrieben war mit diesen Reinigungen. Und nicht dieser Schmuck und Schminke und all das, was jede konnte dann auswählen, was sie wollte, wenn sie dem König vorgeführt wurde. Und da blieb dann jeweils die Frau, also die, ja, eine ganze Nacht dort. Und am Morgen kam sie dann wieder und ging dann in ein anderes Frauenhaus. Und da kam die nächste dran. So war das aber König. Das heißt, der König gewann Esther lieb. Und hat gesagt, sie ist die Königin. Und das mit Reinigen, da waren so viele Menschen tätig mit Reinigung und mit diesem Haggai hieß er, der Aufseher über diese Frauen. Und ich glaube, Gott bereitet einfach seine Braut vor im Moment. Da, wir werden alle wie eine Königin Esther sein. Wir sind alle auserwählt worden für ihn. Lass dich einfach reinigen, auch wenn es Zeit braucht. Geh einfach, bete ihn an. Das ist seine Nähe suchen, ihn anbeten und dich ihm völlig hingeben. Jeden Tag von neuem. Du wirst sehen, du wirst ein neuer Mensch werden. Ich meine, du bist neu da drin, aber das Neue wird sichtbar werden. Gott will, dass wir heilig wandeln, wie er heilig ist, weil wir sind heilig im Innern, aber auch unser ganzer Wandel soll anders sein als der Wandel, wo du siehst in der Welt. Wir können vieles noch tun, ist nicht so, dass es jetzt Sünde wäre, aber es heißt ganz klar, es tut dir nicht alles gut, es bekommt dir nicht mehr. Darum müssen wir wirklich wissen, wo wir hingehören, damit Gott uns wirklich all das schenken kann, jetzt schon, und wir wirklich eine heilige, makellose Braut sind. Er macht das durch seine Gnade. Wie gesagt, wir müssen nicht selber Werke tun. Aber in seiner Gegenwart werden wir verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen. Amen. So, Vater, dann lass uns aufstehen. Wir wollen beten mit den Menschen, die für die Errettung, die zuschauen. Du hast diese Botschaft gehört. Ich kann dir nur anraten, gib dein Leben Jesus. Es kann morgen sein, es kann in einer Woche sein. Wir müssen bereit sein. Und darum habe ich diese Botschaft genannt, be ready. Sei bereit. Das geht aus der ganzen Schrift hervor. Weil die Welt weiß nicht, wenn dieser Herr kommt, wenn der Hausherr kommt. Es gibt dort eine Geschichte, nennt Hausherr, wenn der Hausherr kommt oder wenn der Dieb kommt. Wir sollen immer, immer bereit sein. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass Menschen, die diese Botschaft hören, dass du ihr Herz berührst, dass sie wissen, es ist heute der Tag des Heils. Es ist heute die richtige Zeit. Es ist jetzt die richtige Zeit, ihr Leben Jesus zu geben. Darum danke ich dir, Herr Jesus, dass du mächtig am Wirken bist in diesen Herzen, dass du sie so berührst, dass sie wissen, sie sind verloren ohne Jesus. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt ein mächtiges Werk tust. Und ich möchte dich fragen, alle jene, die dieses Video schauen, im Namen Jesus, bist du bereit? Hast du Jesus als deinen Herrn angenommen? Wenn nicht, dann beten wir jetzt ein Gebet. Wir werden alle miteinander dieses Gebet sprechen. Und du kannst dein Leben jetzt Jesus geben. Wir sagen alle miteinander, himmlischer Vater,
ich will dir jetzt mein Leben geben. Vergib mir alle meine Sünden und wasche mich rein in deinem Blut. Ich glaube, dass du Jesus von den Toten auferweckt hast. Ich bekenne mit meinem Mund, Jesus ist mein Herr und mein Erlöser. Jesus ist mein Herr und mein Erlöser. Ich empfange jetzt deine Vergebung durch dein Blut, Herr Jesus. Ich bin errettet, mir ist vergeben. Ich bin reingewaschen in Jesu Namen. Ich will dir nachfolgen, Herr. Und mein Leben soll dir gehören in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Such dir eine Gemeinde oder komm zu uns. Das wäre wirklich wichtig. Du brauchst, so wie du im Natürlichen eine Familie hast, brauchst du eine geistliche Familie, damit du gesund bleibst als Christ, wachsen kannst und ein Segen sein kannst. Amen, Amen, Glory, Halleluja. Dann beten wir noch für eine gute, gesalbte Woche. Vater, für alle von uns, für jeden Einzelnen, ich danke dir, dass du unser Herr bist und dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, damit wir deinen Willen erkennen. Jeden Schritt, den wir gehen diese Woche, dass du uns führst und leitest, dass du jeden bewahrst und beschützt, dass du, Herr, uns Weisheit schenkst, wo wir Weisheit brauchen, dass wir dich repräsentieren da in dieser Welt. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass wir dir gehören und dass diese Woche eine wunderbare Woche ist, in Jesu Namen. Amen. Amen.